Ja, vielen Dank. Ja, von mir nochmal herzlich willkommen zu meinem Vortrag über freie Enterprise Service Bus Plattform. Vielleicht mal kurz zu meiner Person. Ich bin zurzeit Student am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam im Masterstudium, also nicht mehr lange, dann bin ich fertig. Und ja, ich beschäftige mich jetzt seit ungefähr 2 Jahren mit dem Thema. Hat ursprünglich mal begonnen, dass ich eben in der Uni damit zu tun hatte und bin dann immer tiefer darin eingestiegen. Vielleicht kurz zum Anfang mal eine Frage in den Raum. Wer von euch hat schon mal mit serviceorientierten Architekturen, zum Beispiel Web-Services, zu tun gehabt? Fang mal Handzeichen vielleicht. Okay. Und wer hat ungefähr eine Vorstellung, was ein Enterprise Service Bus ist? Okay. Also sind auch noch einige Leute dabei, die grundsätzliches wissen möchten und lernen möchten. Deshalb vielleicht mal kurz meine Agenda. Also ich werde zum Anfang ein paar grundlegende Dinge erläutern, die Motivation, weshalb man einen Enterprise Service Bus haben möchte und in welchem Umfeld diese Plattformen eingesetzt werden. Dann genauer beschreiben, was ein Enterprise Service Bus ist, was man sich darunter vorstellen möchte und welche Features da genau dahinter stecken. Und dann einen wichtigen Standard vorstellen, JBI, Java Business Integration, der im Prinzip einen Rahmen gibt, wie man so eine Architektur entwickeln kann und dafür einen offenen Standard entwickelt. Dann geht es weiter, dass ich verschiedene Open-Source-Lösungen in dem ESB-Bereich vorstellen möchte, ein bisschen charakterisieren möchte, wie diese Lösungen im Einzelnen aussehen, was Vor- und Nachteile vielleicht auch sind und wie der Projekthintergrund ist, weil das ist sehr oft bei diesen Projekten ziemlich unterschiedlich. Teilweise steckt eben ein Unternehmen dahinter, teilweise wirklich eher freie Entwickler, die sich aus Ideologie zusammenraufen. Und am Ende möchte ich eine Zusammenfassung geben und auch einen Ausblick darauf geben, was man beachten muss, um, wenn man vor der Entscheidung steht für eine bestimmte ESB-Plattform, was man da für Kriterien ansetzen kann. Ja, zunächst ein bisschen zum Hintergrund. Wozu braucht man solche Plattformen und aus welchem Bereich kommen diese? Das typische Szenario ist, dass man in großen Unternehmen Integrationsplattformen braucht, weil in großen Unternehmen hat man Hunderte oder Tausende von verschiedenen Software-Systemen. Das können unter anderem also selbstgebaute Lösungen sein, die speziell ans Unternehmen angepasst sind. Das können Lösungen von Drittanbietern sein. Es können aber auch sehr alte Systeme sein, die vielleicht auf Plattformen aufgebaut sind, die heutzutage nicht mehr so gängig sind und die aber trotzdem noch vielleicht auch seit 10, 20 Jahren im Unternehmen laufen. Da kann man sich natürlich zunächst mal fragen, warum muss das überhaupt so sein, dass man so einen riesigen Zoo an Applikationen im Unternehmen hat? Und man fragt sich vielleicht, kann man nicht einfach eine Anwendung bauen, die Geschäftsprozesse des Unternehmens komplett abdeckt oder zumindest einen großen Teil davon? Naja, die Antwort ist, das hat man tatsächlich probiert. Es gibt so ERP-Systeme zum Beispiel, die zu den größten Software-Systemen gehören, die wir überhaupt bisher gesehen haben in der Softwareindustrie. Und selbst diese Systeme, wie zum Beispiel, wenn man jetzt eine Lösung von SAP zum Beispiel betrachtet, selbst diese Systeme sind nicht in der Lage, die kompletten Geschäftsprozesse abzubilden. Die bilden immer nur einen bestimmten Ausschnitt aller Prozesse, die so ablaufen, ab. Und das bedeutet, die Unternehmen sind darauf angewiesen, eben eine große Landschaft zu haben, verschiedenste Anwendungen zu betreiben. Und in bestimmten Punkten ist es sogar von Vorteil, dass man für bestimmte Aufgaben genau die richtige und passende Lösung einsetzen kann. Dass man also zum Beispiel als CRM-System eine Lösung einsetzt, die eben sehr stark auf speziellen Anforderungen im Unternehmen zugeschnitten ist und für weitere ERP-Zwecke vielleicht eine ganz normale Standardsoftware einsetzt. Also Unternehmen brauchen auch die Flexibilität, unterschiedlichste Anwendungen einzusetzen. Ja, was natürlich dann die Anforderung ist, ist, dass diese gesamten Anwendungen miteinander kommunizieren sollen, weil irgendwo müssen Daten ausgetauscht werden und die Geschäftsprozesse sind ja niemals losgelöst, sondern greifen alle ineinander innerhalb des Unternehmens. Ja, die traditionelle Lösung in dem Bereich ist, dass man Messaging-Middleware einsetzt. Da hat es verschiedenste Entwicklungen gegeben.
So ein typischer Fall sind zum Beispiel Message Broker, die also über Nachrichten zwischen den Anwendungen Informationen austauschen. Und da möchte ich vielleicht ein bisschen mehr drauf eingehen. Message-Oriented Middleware, auch kurz MOM genannt, sind verschiedene Arten von ja, Message-Queuing-Systemen. Also die basieren in der Regel darauf, dass man ein zentrales System hat, einen sogenannten Message-Broker oder ja, Messaging-Middleware, die dann, an die dann alle Anwendungen angeschlossen werden. Und dann gibt es zum Beispiel Konzepte, dass man Queues verwendet, also eine Anwendung sendet eine Nachricht an den Message Broker, der speichert diese in einer Queue ab und die nächste Anwendung kann sich dann auf diese Queue ja, subscriben, die abonnieren sozusagen und dann die Nachrichten da wieder rausholen. Ja, das ist also ein sehr zentralistischer Ansatz. Man hat einen zentralen Message Broker, der dann auch so Aufgaben wie Routing von Nachrichten, also eben wo soll die Nachricht als nächstes hingehen, zu welcher Anwendung muss sie gesendet werden und auch Neuformatierung, Umformatierung von Nachrichten übernimmt. Man kann sich das ganz leicht vorstellen, gerade wenn Anwendungen auf verschiedenen Plattformen basieren oder in verschiedenen Entwicklungsumgebungen entwickelt wurden, dann kommt es eben sehr oft vor, dass Nachrichten umgewandelt werden müssen in andere Formate. Ja, dann. Also auf der einen Seite suchen Unternehmen als Motivation für ESBs, suchen Unternehmen eine Weiterentwicklung von dem Message Broker Ansatz. Dann es gibt verschiedene Probleme, die damit verbunden sind. Zum Beispiel sind typischerweise so proprietäre Schnittstellen erforderlich. Die Anwendungen müssen einzeln angepasst werden an den Message Broker. Und man hat natürlich auch durch diese zentralistische Lösung einen Central Point of Failure oder einen Single Point of Failure, wo man also ziemlich große Maschinen braucht, um diese Message Broker betreiben zu können. Ein zweiter wichtiger Aspekt, warum man Enterprise Service Bus Plattformen haben möchte, ist, dass man serviceorientierte Architekturen umsetzen möchte. Das bedeutet, also grundsätzlich, serviceorientierte Architekturen ist ein Architekturkonzept, was sich in den letzten Jahren sehr stark ja, etabliert hat in Unternehmen. Das bedeutet grundsätzlich, dass die Anwendungen nicht mehr ja, monolithische Funktionsbausteine sind, sondern dass sie ihre Funktionalität in relativ kleinen Häppchen, relativ feingranular in Form von Diensten anbieten. Also Dienste, ja im Prinzip. Jegliche Funktionalität, die eine Anwendung erbringen kann, ist letztlich, kann man interpretieren als Dienstleistung. Und diese Dienstleistungen sind eben einzeln dann verfügbar. Und dafür haben sich bestimmte Standards entwickelt, Web Services zum Beispiel, wo es also darum geht, standardisierte Interfaces, standardisierte Schnittstellen anzubieten für solche Dienste von Anwendungen. Und die Dienste können dann natürlich wieder von anderen Anwendungen genutzt werden. Und damit ist es dann möglich, die Funktionalität im Prinzip ja, nur einzelne Teile der Funktionalität zu nutzen und daraus ja, Composite Applications zusammenzubauen, also zusammengesetzte Anwendungen, die nur aus einzelnen Diensten der verschiedenen beteiligten Anwendungen ja, zusammengebaut sind. Wir sehen hier auf der rechten Seite das typische SOA-Dreieck. Das bedeutet, man hat immer irgendwo einen Dienstanbieter, der also seine Funktionalität in Form von Diensten bereitstellt. Der registriert üblicherweise seine Dienste bei einem Naming Service. Das ist also eine Art von Registry, bei der dann wiederum die Dienstnutzer anfragen können, um Dienste mit einem bestimmten Funktionsspektrum zu finden. Und wenn man einen passenden Dienst gefunden hat, dann wird der Dienstnutzer in der Regel direkt vom Service Provider eine Beschreibung des Dienstes anfordern, der also zum Beispiel syntaktische oder nach modernsten Gesichtspunkten auch semantische Informationen enthält. Und dann ist er in der Lage, den Dienst eben ganz normal zu nutzen und ihn anzusprechen. Und ja, vielleicht dazu noch, das Zusammensetzen von Diensten ist dann typischerweise auch ein Punkt, wo man Workflow-Systeme einsetzt, also
Systeme, mit denen man Geschäftsprozesse oder eben Abläufe, hier in dem Fall vielleicht eher Integrationsprozesse, modellieren kann und dann sehr strukturiert mit dem Zusammensetzen, dem Orchestrieren von Diensten arbeiten kann. Ja, also wenn man das zusammenfasst, was sind die wesentlichen Motivationen für ein ESB? Man möchte eine Integrationsplattform haben, ein Backbone im Unternehmen, mit dem man in der Lage ist, serviceorientierte Architekturen zu implementieren, der also Hilfestellungen dafür gibt, wie man serviceorientierte Architekturen realisieren kann. Und zum anderen möchte man Integrationsszenarien damit umsetzen. Also man möchte weg von zentralen Message-Brokern, die irgendwie schwer zu programmieren sind oder proprietäre APIs haben, hin zu einer Lösung, die moderner ist, die zum Beispiel auf offenen Standards basiert. Und das sind dann auch, es ist dann auch schon eins der Key-Features eines Enterprise Service Bus, dass er auf offenen Standards basieren sollte. Das bedeutet, die Dienste, die der ESB anbietet, also Integrationsdienste, Integrationsmechanismen, die sollten offene Standards einsetzen. Und sehr typisch ist, dass man ein kanonisches Nachrichtenformat verwendet. Also, dass alle Kommunikation innerhalb des Busses zum Beispiel über XML oder gar direkt über SOAP stattfindet. Das ist also eine wichtige Eigenschaft, dass man erstmal versucht zu standardisieren auf der Kommunikationsebene, indem man ein zentrales Nachrichtenformat hat. Dann, wie der Name Bus ja schon andeutet, ist es ein hochverteiltes System. Man möchte also weg davon, einen zentralen Message Broker zu haben, sondern verschiedene Container, die im Netzwerk verteilt sind, auf verschiedenen Knoten, sollen die Dienstleistungen erbringen. Und die Kommunikation kann dann eben über verschiedene Knoten ablaufen. Ja, sehr typische, ich habe jetzt schon von Integrationsmechanismen gesprochen, typische Dienstleistungen, die man da erwartet, sind Dinge wie Routing, Invocation und Mediation. Also das muss man vielleicht ein bisschen erklären. Routing ist also das Bestimmen des Ziels einer Nachricht und das eben entsprechende Routen dorthin. Man kann sich vorstellen, in einer verteilten Architektur mit verschiedenen Knoten entlang des Busses hat man da noch ein bisschen mehr Aufgaben zu erledigen, um die Nachricht zum Ziel zu bringen. Dann Invocation, das bedeutet, dass man für Integrationsdienste oder für, wenn man eine Integration machen möchte, dass man unter Umständen auch externe Quellen noch zusätzlich aufrufen möchte, zum Beispiel Datenbanken, um Informationen für eine Transformation hinzuzugewinnen. Und Mediation sind dann eben Dienste, die Protokollumwandlungen machen, die Transformation von Nachrichten machen. Ja, wichtig ist natürlich auch, diese Anforderungen sind sozusagen von Message Brokern übernommen, dass man auch Guaranteed Message Delivery, also garantiertes Ankommen der Nachrichten haben möchte. Und optionale Features sind dann Dinge wie Scripting, dass man in den Integrationsproblemen dann auch mit Skriptsprachen hantieren kann. Dann Business Process Management, um Integrationsprozesse eben auf Prozessebene zu modellieren. Oder auch Rules Engines, um Regeln abzuarbeiten, nach denen zum Beispiel Nachrichten geroutet werden. So. Ja. Dann mal ins Detail, was die einzelnen Features so sind und wie sie implementiert werden können. Content-Based Routing ist auch eins der Kernfeatures eines ESBs. Dabei geht es eben darum, die Nachrichten nicht nur einfach anhand einer Zieladresse weiterzureichen. Genauer gesagt ist sogar das Konzept, dass man die Nachrichten überhaupt nicht mit einem Ziel versieht, sondern dass der ESB selbstständig bei einer einkommenden Nachricht entscheidet, wo die Nachricht hingehen soll. Also das ist vielleicht auch ein Unterschied zu Message Brokern. Dort hat man in der Regel immer feste Ziele, auch wenn das Ziel vielleicht eine Queue sein kann. Bei einem ESB möchte man die Nachricht einfach auf den Bus legen und wer auch immer sich dafür zuständig fühlt sozusagen, soll die dann bekommen. Das ist typischerweise implementiert, dass man zum Beispiel mit XPath in die Nachrichten rein navigiert, sich bestimmte Elemente aus den XML-Nachrichten rausholt und dann entscheidet, wo die Nachricht hingehen soll. Dafür kommt typischerweise auch eine Rules Engine zum Einsatz, wo dann die Regeln sehr strukturiert abgelegt werden können.
weiterhin Mediation Services, also Dienste, die die Übersetzung und Umwandlung von Nachrichten übernehmen, sind sehr wichtig. Typische Dienste sind zum Beispiel ein Normalizer. Ein Normalizer, da wir ein kanonisches Nachrichtenformat auf dem Bus haben, werden an den Grenzen immer Normalizer eingesetzt, um eben vielleicht andere Formate, in denen die angeschlossenen Anwendungen kommunizieren, zu übersetzen in das normalisierte Nachrichtenformat auf dem Bus. Dann ganz wichtige Sachen sind Content Enricher und Content Filter, dass man also Nachrichten um Inhalte erweitert, da zum Beispiel noch weitere Quellen anfragt, um eben zusätzliche Inhalte in die Nachrichten zu integrieren, oder eben Filter, um Dinge rauszuholen aus den Nachrichten und weniger Informationen zur nächsten Anwendung zu transportieren. Weiterhin Dinge wie Splitter und Aggregator sind typische Patterns, die da zum Einsatz kommen, dass man also eine Nachricht aufsplittet in mehrere Teile, die an mehrere Anwendungen sendet und die Ergebnisse davon wieder mit einem Aggregator zusammenfasst in eine Nachricht. Ja, diese Mediation-Dienste sind üblicherweise auch implementiert, zum Beispiel mit XSLT und XPath, also eben mit den entsprechenden Standards für XML-Transformationen. Es gibt aber auch durchaus Implementierungen, die dann zum Beispiel Java-Code einsetzen, um diese Sachen zu realisieren und die dann einfach per Deployment-Deskriptoren konfiguriert werden. Ja, Invocation hatte ich schon ein bisschen erwähnt, dass man also für die Transformation noch weitere zum Beispiel Datenbanken anfragen möchte, um Nachrichten mit mehr Inhalt auszustatten oder eben um auch Entscheidungen treffen zu können. Ja, wie sieht so eine Architektur ungefähr aus? Ist das so schwer zu sagen, wie man ein ESB implementieren soll, da es im Wesentlichen eher ein generisches Konzept ist und es sozusagen sehr, sehr viele Ideen gibt, wie man es realisieren kann. Typisch ist jedoch, dass man verschiedene Container hat, also einzelne Instanzen der ESB-Software, und diese dann im Netzwerk auf verschiedenen Knoten verteilt. Und für das Routing der normalisierten Messages wird dann im Hintergrund ein Message Broker verwendet. Also da kommt man sozusagen zurück auf Technologien, die man vorher hatte. Und das macht auch deutlich, dass ein ESB nicht grundsätzlich was völlig anderes ist, als was man vorher an Technologien hatte. Es baut im Wesentlichen auf den Dingen auf, die sich eben über 10, 15 Jahre entwickelt haben. Und entwickelt sie eben jetzt einen Schritt weiter, dass man also auf den Message Broker die ESB-Dienste aufsetzt. Und hier kann es dann verschiedene Dinge geben, die in diesen Containern gehostet werden. Das ist zum Beispiel eine Anwendung, die angeschlossen werden soll. Und dafür gibt es unter Umständen vorgefertigte Application Adapter oder man braucht eben selbst eigene Transformationen, um die Nachrichten der Anwendung aufs normalisierte Format zu übersetzen und im Prinzip damit die Anwendung anzuschließen. Und dann gibt es auch weiterhin Dienste, Integration Services, die also zum Beispiel Transformationen realisieren oder Routing organisieren, verschiedene Dinge, oder eben eine Beeple Engine, die dann hier im Container mitläuft. Und diese Dienste sind dann ebenfalls Bestandteil und können natürlich auch parallel, also ich habe es jetzt einfach mal so modellhaft hier gezeichnet, ein Container kann durchaus natürlich mehrere Komponenten hosten. Kann auch sein, dass man, wenn man gerade frisch anfängt mit dem Thema, dass man also vielleicht erst einen ESB-Container, erst einen Knoten hat, dann fühlt sich das sehr, sehr stark wie eine Message Broker an, weil man eben eine zentrale Instanz hat. Man hat aber dann für die Zukunft die Möglichkeit, eben weitere Knoten anzuschließen, und die Lösungen sind in der Regel auch so, dass sie sehr leicht miteinander kommunizieren und sich sehr leicht aneinander stecken lassen, um dann wirklich einen Bus zu realisieren. Ja, nochmal ein bisschen anders dargestellt, wie das dann aussehen kann, wenn es sich entwickelt und man weiterkommt. Man hat also im Netzwerk verschiedene solche Container verteilt und die hosten eben verschiedene Dienste, zum Beispiel, wie wir eben gesehen haben, Application Adapter, also ja, um Anwendungen anzuschließen. Dann können das eben Services sein, die direkt im ESB angeboten werden. Also deshalb die Eignung und der besondere Einsatz für serviceorientierte Architekturen, dass man natürlich auch im ESB selber Services realisieren kann, implementieren kann, anbieten kann. Und
dann ja eben die typischen Komponenten Routing, Transformation, Mediation Services und unter Umständen auch ja typische proprietäre Anwendungen, vielleicht Standardsoftware, für die es auch Standardadapter gibt oder die zum Beispiel über die Java Connector Architecture angeschlossen werden. Ja, dann sozusagen, weil ja die Architektur jetzt ja nicht feststeht und sich verschiedene Ansätze entwickelt haben, wie man ESBs realisieren kann, entstand irgendwann doch der Wunsch, vielleicht einen gemeinsamen Nenner zu finden, vielleicht einen Vorschlag zu machen für eine Standardarchitektur. Und da kommt JBI ins Spiel, Java Business Integration. Das ist ein Standard, der unter dem Java Community Process initialisiert wurde. Er firmiert sozusagen unter JSR 2.08. Und der Standard standardisiert im Prinzip die Architektur, wie man einen Container entwickeln kann, wie man Nachrichtenformate gestalten kann und verschiedene andere Dinge. Also ja, grundsätzlich gibt es das Konzept von einem Normalized Message Router, also ein Router, ein Bus, der normalisierte Nachrichten verarbeitet. Dann basieren tut JBI auf WSDL 2.0 und zwar ja, auf den Nachrichtenaustausch-Patterns und teilweise auch auf Abstract-WSDL-Code, der verwendet wird zur Implementierung der Dienste. Dann standardisiert JBI weiterhin die Paketierung der Komponenten, dass man also eine gewisse gemeinsame Sprache auch dafür hat, wie die Komponenten aussehen und was man für Komponenten hat. Dabei werden im Wesentlichen zwei Arten von Komponenten unterschieden. Das sind Binding Components und Service Engines. Ja, Binding Components sind immer Komponenten, die externe Dienste, externe Protokolle zum Beispiel anbinden. Also typisch wäre, dass man für das HTTP-Protokoll eine Binding Component hat. Service Engines dagegen sind Dienste, die im ESB sind und die nicht von außen erreichbar sind, wenn man nicht zum Beispiel eine Binding Component davor setzt. Also im Prinzip geht das zurück auf mein Bild. Das hier wäre eine Binding Component, die also in irgendeiner Form ein Protokoll mit einer externen Anwendung kommunizieren kann. Und das hier wäre eine typische Service Engine, also ein Dienst, der innerhalb des Busses angeboten werden soll. So, paketiert werden diese Komponenten dann als sogenannte Service Units. Das ist also eine Service Unit, ist eine einzelne Komponente und entsprechenden Konfigurationsdateien dazu, die eben beschreiben, wie die konfiguriert werden soll. Im Fall von HTTP zum Beispiel, über welchen Port man erreichbar sein möchte und welche Operationen man anbieten möchte. Und die einzelne Service Units können dann kombiniert werden zu Service Assemblies, die dann im Prinzip komplette Integrationsszenarien innerhalb von einem Paket anbieten können. Ja, weiterhin ist standardisiert, dass Java Management Extensions verwendet werden können, um Installation, Deployment, Monitoring und Lifecycle zu handeln und zu organisieren. Das bedeutet, dass man standardisierte APIs hat, über die man zum Beispiel Komponenten deployen kann. Das kommt dann gleich dem zugute, dass man das automatisieren kann sehr gut. Also es gibt zum Beispiel Maven-Tasks, um Deployment von Komponenten zu organisieren und eben viele Dinge, die die Verwaltung der einzelnen Dienste angeht, kann man über JMX dann in Angriff nehmen. Ja. JBI wird unterschiedlich implementiert und zwar möchte ich jetzt mal dazu kommen, verschiedene Plattformen vorzustellen, die sich im Open-Source-Bereich entwickelt haben. Typisch wird man jetzt gleich feststellen, dass die alle auf Java basieren. Das ist ja sehr typisch, dass irgendwie ESB allgemein ein Thema in der Java-Welt ist, weil sich dort auch viele Anwendungen tummeln, die Dienste eben, die genau diese Anforderungen auch haben. Und
Also ich weiß nicht, ob von euch jemand Erfahrung hat. Ich kenne bis jetzt keinen ESB, der irgendwie nicht mit Java zu tun hätte, der vielleicht so C++ ESB oder so ist mir noch nicht untergekommen. Ja, gehen wir mal rein. Zuerst mal einen relativ kleinen ESB von WS Oxygen. Ich werde jetzt mal, also vielleicht zur Erklärung, ich habe hier immer mal so ein bisschen die Marketingbilder der einzelnen Lösungen mit reingenommen, weil die doch immer recht guten Überblick geben, was so an Lösungen drin ist und einfach auch ein bisschen Eindruck vermitteln, wie die jeweilige Lösung so sich präsentiert. Und zudem wird man auch feststellen, dass diese Bilder alle relativ unterschiedlich sind, weil eben die Architekturen auch nicht alle gleich sind, sondern ESB eben so eine Art dehnbarer Begriff ist. Ja, der erste, den ich hier also vorstellen möchte, ist von WS Oxygen, ein ganz kleiner Enterprise Service Bus, der nur relativ wenige Komponenten anbietet, der allerdings auch ein paar Ansätze hat, die sehr gut umgesetzt sind. Vielleicht mal an Details: Das ist ein sehr leichtgewichtiger ESB, der basiert im Wesentlichen auf XML-Technologien und Web-Service-Standards und hat auch den Fokus genau auf diesen Dingen. Also, Web-Services damit zu kommunizieren ist sehr gut. Verschiedene andere Anwendungen damit zu integrieren wird ein Problem, also wenn man verschiedene andere Protokolle sprechen möchte. Ja, basieren tut er auf Apache Synapse und Access2, also sehr bodenständigen Lösungen für Serviceorientierung und Web-Services. Und er bietet eben so Basisfeatures an, die man natürlich haben möchte, wie Routing und Mediation. Und als Protokolle, da ist es eben eine relativ geringe Auswahl. JMS als API für Message Broker und Messaging-Dienste wird angeboten. Dann HTTP, was natürlich essentiell ist, um SOAP zu kommunizieren. Und SMTP, ja, weiß nicht, ob es so stark verwendet wird überhaupt. Das sind die einzigen Transporte, die unterstützt werden. Und damit ist er also relativ schlank und überschaubar. Interessanter Punkt ist, dass der WSO2 ESB eine zentrale Registry anbietet für XML-Konfigurationsdateien. Das bedeutet, das ist eigentlich ein wichtiger Ansatz, dass man die gesamten Komponenten im ESB grundsätzlich mehr konfigurieren möchte und weniger coden möchte. Also man möchte nicht dahin kommen, dass man eben, zum Beispiel alles in Java implementiert, sondern man möchte Standardkomponenten haben, wie zum Beispiel eben mitgelieferte Binding Components, hier zum Beispiel HTTP oder so. Und die möchte man über Konfigurationsmechanismen eben zusammenstecken und damit die Szenarien realisieren. Und wichtig dabei ist auch, dass man Konfigurationen wiederverwenden können möchte. Das bedeutet, dass man ein Repository entwickelt von einzelnen Konfigurationen für bestimmte Komponenten und daraus dann Wert schöpfen kann, wenn man zum Beispiel das nächste Integrationsprojekt damit macht. Das ist also auch eine Erfahrung, dass die Einführung eines ESBs erstmal sehr, sehr kostenintensiv sozusagen ist, sehr viel Einarbeitungszeit auch braucht und man dann erst nach 4, 5 Projekten vielleicht ja wirklich in eine Phase kommt, wo man einfach Dinge wiederverwenden kann und dahin kommt, dass man nicht mehr nochmal alles von neu entwickeln muss. Und dann kommt eigentlich erst so der Return, dass man wirklich was davon hat von der Einführung. Ja, und deshalb ist das hier sehr interessant, dass man also wirklich diese Idee aufgegriffen hat und ein zentrales Repository für die XML-Konfiguration hat. Und das dann eben auch über das eingebaute grafische Tooling, also die haben eben entsprechende Web-Oberflächen dafür, über die man die Sachen konfigurieren kann. Und insofern, der ESB ist ein relativ schlanker, kleine Lösung, aber in den Konzepten durchaus bodenständig. Was man natürlich hier auch nicht hat, ist dann eben JVI-Support, weil JVI implementieren ist doch ein bisschen Aufwand und das ist eben für so eine kleine Lösung dann eher weniger geeignet, vor allem weil die Lösung eben auch auf anderen Open Source Produkten wie Synapse und Access aufsetzt. Ja, ein zweiter ESB, den ich vorstellen möchte, ist die Lösung von JBoss. Die ist relativ jung. Also das Bild ist tatsächlich nicht mal ein Marketingbild, sondern eher was aus der Entwicklung. Also man
sieht, dass sie sich eine ganze Menge vorgenommen haben, an Komponenten zu integrieren. Die aktuelle Entwicklung sieht aber ein bisschen anders aus. Also grundsätzlich soll der JBoss ESB auf der Middleware Suite von JBoss basieren. Also es nutzt zum Beispiel den Application Server von JBoss mit und die IDE, die für Eclipse entwickelt wurde. Insofern der Tool Support ist wirklich sehr gut für den ESB. Allerdings ist er grundsätzlich noch in einer recht frühen Phase der Entwicklung, muss man sagen. Interessant ist, dass in den ESB mittlerweile eine andere Lösung mit eingegangen ist. Red Hat hat im Wesentlichen Rosetta ESB-Lösung von einem kleinen Versicherer übernommen. Also ich weiß nicht genau, wie die Transaktion da ablief, ob sie die Firma komplett übernommen haben oder nur die ESB-Lösung. War ein bisschen unklar in den Quellen. Aber damit sind sie erstmal einen Schritt weiter gekommen, dass sie also nicht von Grund auf mit ihrem Application-Server beginnen, ein ESB zu bauen, sondern haben eben schon mal eine Lösung, die ein gewisses Basisset an Features mit drin hat. Und also grundsätzlich, Rosetta ESB ist bei einem Kunden von Red Hat oder von JBoss entstanden, passt also schon in die Welt ungefähr rein. Und ja, grundsätzlich Konzept ist, dass man Pojo-basierte Plugins und Services anbieten möchte, dass man also relativ einfach die Dienste implementieren kann mit Java-Komponenten. Und JBI-Support ist zumindest angedacht. Das wollen sie, also sie arbeiten zurzeit aktiv in den Standardisierungsprozess für JBI 2.0 mit, aber JBI 1.0 wird von dem zurzeit nicht implementiert und wird wohl auch nicht mehr kommen. Ja, wie schon erwähnt, es gibt halt einen relativ guten Tool-Support, aber es ist halt immer noch in der Entwicklung und man wird dann eben sehen, wie es weitergeht. Es scheint zumindest so zu sein, dass sie relativ gute Fortschritte machen und eine wachsende Community haben. Also da muss man sagen, JBoss hat dem vor ungefähr einem Jahr angefangen vor 2 Jahren ungefähr kamen, glaube ich, die ersten Ideen und so richtig, dass eben Code entsteht, ist eben erst seit kurzem, deshalb muss man dem noch ein bisschen Zeit geben. Aber wir wissen, Red Hat ist oder JBoss allgemein ist ein relativ starkes Team. Die werden also wahrscheinlich auch schnell zu guten Lösungen kommen. Eine weitere Lösung mit einem besonders interessanten Marketingbild ist der Open ESB. Das ist im Wesentlichen eine Initiative, die von Sun getrieben wurde. Hier wird ja wirklich sehr interessant dargestellt, wie man sich den ESB vorstellt, aber im Prinzip so die wesentlichen Komponenten kommen schon ganz gut raus. Man will irgendwie einzelne Komponenten haben, die man über einen grafischen Editor zusammensteckt zu Composite Applications und die man dann irgendwie deployt. Und diese einzelnen Ringe auf dem Bus sind dann die einzelnen JBI-Komponenten, die da die Dienste anbieten. Also ja, schon spannend. Okay, zu den Details. Ja, initialisiert wurde die Sache von Sun. Sun hat eigentlich eine Enterprise-Lösung, die sie ja proprietär anbieten, also kommerziell und nicht im Open-Source-Bereich. Ich nehme an, dass grundsätzlich der Gedanke für OpenESB entstand, dass man JBI implementieren wollte. Die Lösung von Sun im kommerziellen Bereich implementiert, glaube ich, noch nicht JBI, weil die noch ein Stück älter ist. Was interessant ist, der OpenESB ist also auch relativ junges Projekt, vor einem Jahr ungefähr angekündigt und jetzt seit dem Frühjahr so richtig in der Entwicklung und ist aber bereits in Aussicht als Teil vom Java Application Platform SDK, dass man also kombiniert mit Glassfish und den anderen neuen Komponenten von Sun den ESB auch bekommt. OpenESB implementiert JBI, sehr wichtiger Aspekt, dass man also da die Basis auf dem Architekturstandard hat. Ein weiterer interessanter Ansatz ist, dass man verschiedenste Integrationskomponenten bereitstellt, also JBI-Komponenten, Service Engines und Binding Components. Und diese aber nicht nur für den eigenen Bus entwickelt, sondern JBIs Fähigkeiten im Prinzip nutzt und sagt,
Das also soll ein extra Projekt werden, wo man freie JBI-Komponenten entwickelt. Und ich habe damit leider noch nicht getestet, aber es wird vielleicht interessant sein, dass man wirklich aus diesem Pool von Komponenten sich auch bedienen kann, wenn man einen anderen JBI-konformen Bus benutzt, wie zum Beispiel Service Mix. Ja, schon erwähnt, eben OpenESP wird stark integriert mit dem Glassfish Application Server und der NetBeans IDE. Das bedeutet, dass man da relativ guten Tool-Support bekommt, wie man es eigentlich auch von der Java-Umgebung von Sun gewöhnt ist. Und grundsätzliche Entwicklung ist nicht nur von Sun selber, sondern sie haben sich auch etliche Partner ins Boot geholt, aber man kennt es ja vielleicht auch von so Projekten, die Open Source sind und von Sun, dass die durchaus relativ viele Sun-Entwickler dann mit drin haben. Also da bin ich noch nicht im Bilde, wie es in der Entwickler-Community aussieht. Ob es dann doch eher ein Produkt von denen wird oder wirklich sich eine Community bildet, die aus verschiedenen Entwicklerkreisen besteht. Die nächste Lösung, die ich vorstellen möchte, ist Mule. Schon eher einer der Veteranen im Open Source ESP-Bereich. Die waren, ich denke, die ursprünglichen Entwicklungen von Mule gingen sehr stark kamen einfach aus der Richtung, dass man Integrationsplattformen bauen wollte, dass man Messaging-Frameworks bauen wollte, und der ESP-Gedanke ist dann erst später dazu gekommen. Und wie man auch hier sieht, sie haben da tatsächlich doch relativ viele Features mittlerweile integriert, also tatsächlich auch Adapter für Proprietäre, für Packaged Applications, solche Dinge. Und ja, vielleicht mal zu den Details. Mule ist also entstanden als leichtgewichtiges Messaging-Framework, einfach als Framework, um Nachrichtenkommunikation zu betreiben. Die ESP-Sache kam dann eigentlich erst später dazu, dass man festgestellt hat, das, was die Mule-Leute entwickelt haben, ist im Prinzip sehr gut geeignet, um ESP-Architekturen zu realisieren. Sie haben im Wesentlichen auch einen Service-Container, also einen Broker, der sehr gut verteilbar ist, also dass man genau das Konzept hat. Man baut einen Bus aus verschiedenen ESP-Containern auf, und man kann sich aber auch vorstellen, mit Mule diverse Architekturen und Topologien zu realisieren. Also die sind da sehr flexibel, und ja, im Prinzip die Interaktionen, wie man sich das erwartet, werden sehr transparent zwischen den einzelnen Anwendungen bearbeitet und organisiert. Und ein zentrales Konzept der Mule-Lösung ist, dass man Universal Message Objects hat. Das ist im Wesentlichen sowas ähnliches wie die Komponenten, die man im JBI hat, nur dass sie eben ein bisschen anders strukturiert sind. Zum Thema JBI, da ist zu sagen, dass sie zwar Messaging-Support für JBI haben, also sie sind in der Lage, das normalisierte JBI-Format zu versenden und zu empfangen. Allerdings gibt es keine Runtime für JBI-Komponenten, dass man also zum Beispiel aus dem OpenJBI Components Project irgendwelche Dinge jetzt dort deployen könnte, da hat man keine Möglichkeiten. Aber durchaus Kommunikation mit JBI-ESPs ist damit sehr leicht möglich. Und da habe ich nochmal eine extra Folie, um ein bisschen zu illustrieren, wie das bei Mule funktioniert. Man hat also diese Universal Messaging Objects oder Message Objects und eben auch verschiedene Mule-Instanzen, die man auf verschiedenen Maschinen verteilen kann und die damit im Prinzip unsere ESP-Container bilden. Und die Nachrichten können dann von externen Anwendungen reinkommen. Die Objekte haben um sich rum noch verschiedene sozusagen Hüllen, die Dinge wie Transformationen, wie Routing übernehmen, und die Kommunikation innerhalb von einem Mule-Deployment läuft eben über diese UMOs, bis sie dann irgendwann wieder den Bus verlassen zu externen Anwendungen. Ja. Der letzte ESP aus dem Open-Source-Bereich, den ich vorstellen möchte, ist Apache Service Mix. Auch hier wieder mal das Architekturbildchen von der Marketing-Perspektive. Man sieht eigentlich, dass man einfach so das Grundset an Features wieder vorfindet, an Komponenten, die man so haben möchte. Und das verwundert auch nicht, da Service Mix auch schon relativ lange am Markt ist. Ursprünglich wurde Service Mix genauso wie auch Mule bei Codehouse entwickelt, und es hat sich eine Firma darum gebildet, die Logic Place sich nannte, weil sie mittlerweile nicht mehr so ganz existiert.
Und Logic Blaze ist unter anderem auch das Unternehmen, was hinter ActiveMQ, dem Apache Message Broker, steckt. Und da verwundert es dann auch nicht, dass Service Mix eben auf diesem ActiveMQ basiert. Ja, und da ist interessant ist eben, dass mittlerweile Service Mix ein Apache Incubator-Projekt geworden ist. Das bedeutet also, in naher Zukunft wird Service Mix ein vollwertiges Apache-Projekt sein und hat damit natürlich erstmal guten Support von der Stiftung, die im Hintergrund von Apache eben steht. Und zudem kann man auch eine ganze Menge an Akzeptanz erwarten für die Lösung. Und zweite interessante Entwicklung ist, dass eben Logic Blaze mittlerweile von Iona aufgekauft wurde. Gerade letzten Monat oder vor 2 Monaten, glaube ich. Und Iona ist einer der größeren Anbieter im Bereich von Integrationslösungen, Enterprise Application Integration Lösungen. Und da wird man also jetzt einen sehr starken auch Support von Iona da erwarten können. Ja, wie schon gesagt, ActiveMQ wird verwendet. Dann grundsätzlich, Service Mix war schon immer Bestandteil von Apache Geronimo. Das ist ein Application Server, der bei Apache entwickelt wird. Und Geronimo wurde zertifiziert allgemein als J2E Application Server. Und in dem Zusammenhang wurde auch Service Mix als JBI-compliant zertifiziert. Also, dass die Implementierung, die die Service Mix-Leute entwickelt haben, dass die wirklich auch dem Standard entspricht. Ja. Interessant ist weiterhin, dass man Service Mix einbetten kann in andere Server, in Clients. Man kann Service Mix aber auch alleine betreiben, also standalone als eigenständiger Container. Und das ist eine Sache, in der sich die ESBs ein bisschen unterscheiden, diese flexiblen Deployment-Eigenschaften. Ja. Weiterhin, dadurch, dass einfach Service Mix auch schon ein paar Jahre Entwicklung hinter sich hat, gibt es ein großes Portfolio an JBI-Komponenten, auch viele Integrationen, zum Beispiel, dass man eben die Beeple Engine von Apache mit integrieren kann. Solche Dinge haben sich entwickelt. Da ist also schon eine sehr bodenständige Lösung entstanden. Ja, genau. Hier haben wir das mal aufgezeigt in einem kleinen Bildchen. Also das muss man jetzt nicht lesen können, aber man sieht einfach, dass Service Mix bereits ein großes Portfolio an JBI-Komponenten mitliefert, die man dann für seine eigenen Dinge nutzen kann. Also wir sehen hier so Dinge wie Beeple Engine, relativ wichtiger Part, Smart Routing. Das ist dann eigentlich genau die Rules Engine, die mit drin ist. Und an Protokollen auch eine ganze Familie. JMS natürlich, HTTP, SMTP, was man sich so erwartet. Dann File Transfer, also FTP, WebDAV, solche Dinge. Aber auch ja, relativ moderne Sachen wie Jabber und Atom werden unterstützt. Also da kann man die Fantasie spielen lassen, was man damit dann noch an interessanten Anwendungen realisieren kann. Und die Qualität der Komponenten ist auch relativ gut mittlerweile. Ja, mal ein bisschen zum Ausblick. Wir haben also gesehen, ein ESB ist von der Architektur her ein bisschen schwer zu fassen, ein bisschen schwer zu erklären, was da alles dahinter steht. Man kann festhalten, dass es also eine Infrastruktur ist, die man einsetzt, um Enterprise Application Integration zu betreiben, also Integration von Anwendungen in großen Unternehmen. Und zum anderen ist, dass ein ESB eine sehr gute Plattform bietet, um serviceorientierte Architekturen umzusetzen und aufzubauen. Dabei muss man sagen, ESBs an sich sind eigentlich keine serviceorientierten Architekturen. Also nur weil ich ein ESB im Unternehmen habe, habe ich noch keine SOA. Aber man kann eben sehr viele Features nutzen, um sehr effizient und mit einer guten Grundlage eine SOA aufzubauen. Ja, ein bisschen, wenn man sich jetzt für ein ESB entscheidet. Ich habe jetzt verschiedene vorgestellt, bin ein bisschen darauf eingegangen, was so an Features zu erwarten ist, wie auch der Projekthintergrund immer ist. Aber ich habe bewusst mich mit Bewertungen zurückgehalten, weil die Erfahrung gezeigt hat, man braucht ungefähr ein halbes Jahr oder ein Jahr, um sich in eine Lösung genau einzuarbeiten. Und wenn ich jetzt 2 Jahre sozusagen mit dem Thema mich beschäftigt habe, dann habe ich noch nicht so viel von der Welt wirklich sehen können. Und deshalb muss man sich also ein bisschen darauf konzentrieren, am besten, was sind die Probleme, die man konkret damit lösen möchte. Also was sind die Infrastrukturanforderungen, die ich eigentlich habe, wenn ich ein ESB
einsetzen möchte, dann sollte man natürlich darauf achten, eine standardbasierte Lösung zu verwenden. ISPs, die vielleicht auch im kommerziellen Sektor gibt es etliche, die sind einfach auf bestehenden Message-Brokern aufgebaut. Da ist vielleicht die Standardisierung nicht so ganz so weit fortgeschritten. Und natürlich, man möchte einen Hersteller haben, der irgendwie beständig ist, der eine Weile hält. Um das ein bisschen noch ins Detail zu vertiefen, was ist ein Hersteller oder eine Lösung, die wirklich taugt? Zunächst sollte man sich die Herkunft ansehen. Das haben wir jetzt auch ein bisschen gemacht, dass ich also gesagt habe, wie ist der Hintergrund, wer hat die Sachen entwickelt? Steht da zum Beispiel ein Unternehmen immer dahinter, hinter den einzelnen Lösungen? Oder ist es wirklich eine Open-Source-Entwicklergemeinde, die sich gebildet hat, die einfach ein Problem hatten und es gemeinsam lösen wollten? Dann die Maturity, also wie weit ist das Produkt entwickelt? Das ist ein interessanter Aspekt. Zum Beispiel, man kann Lösungen einsetzen, die vielleicht noch im Alpha- oder Beta-Stadium ist. Da hat man dann vielleicht die Möglichkeit, selber sehr viel Einfluss darauf zu nehmen, dass sich das Produkt so entwickelt, dass es halt dem Unternehmen am besten passt. Wenn man hingegen eben eine sehr ausgereifte Lösung nimmt, dann hat man natürlich Dinge wie Stabilität, dass einfach Dinge funktionieren. Aber vielleicht wird es dann nicht mehr 100% auf die eigenen Anforderungen passen. Und im Sinne von Open Source hat man dann vielleicht nicht mehr ganz so gute Möglichkeiten, nochmal zum Beispiel architektonisch Dinge umzuwerfen. Ja, wie schon erwähnt, es gibt unterschiedliche Auslegungen, wie stark man sich an Standards halten sollte. Zum Beispiel auch das Mule-Projekt ist da sehr, nicht so, dass sie sagen, sie müssen unbedingt jeden Standard mitmachen, sondern sie sagen halt, die Dinge, die wirklich nützlich für sie sind, werden auch implementiert. Ja. Flexible Deployment-Optionen, das bedeutet das, was ich bei Service Mix angedeutet habe, dass man einen also Standalone betreiben kann oder integriert in andere Application-Server. Dann Plattformunterstützung. Klar, man möchte, dass die Plattformen, die man selbst jetzt im Unternehmen hat, die man anschließen möchte, die müssen natürlich auch unterstützt werden. Also nicht irgendwie zum Beispiel Corba spreche oder so, dann wäre es halt gut, wenn man eine Binding Component für Corba mit dabei hat. Community, ein ganz wichtiger Punkt immer bei Open-Source-Projekten. Wie stark ist die einfach? Hat die genug Kraft und Drehmoment sozusagen, um die Entwicklung auch in Zukunft voranzutreiben. Kommerzieller Support für viele Unternehmen eben wichtig, dass man einen kommerziellen Anbieter hat, der eben Support bereitstellt und der eben Bugfix-Garantien solche Dinge liefert. Und wichtig ist natürlich auch immer Tool-Support und gute Dokumentation. Das ist auch ein Punkt, der relativ unterschiedlich ausfällt. Manche haben guten Tool-Support, aber sehr schwierig in der Dokumentation. Bei anderen ist es umgedreht, muss man also sehen. Vielleicht zum Weiterlesen. Es gibt nicht so viele gute Literatur, also viel kann man natürlich im Internet auch nachlesen, wobei eben was so auf Blogs und in irgendwelchen Community-Sites gepostet wird, ist auch manchmal schwierig. Sehr bodenständige Literatur ist auf jeden Fall das Buch Enterprise Integration Patterns, wo also grundsätzliche Messaging-Patterns erklärt werden und das einem ein gutes Verständnis dafür gibt, wie man mit den Komponenten, die man da jetzt vom ISP kommt, wie man damit umgehen möchte. Und viele ISP-Implementierungen implementieren auch diese Patterns. Also Mule zum Beispiel hat da immer Verweise in der Architektur, wie wird so ein Pattern jetzt bei uns realisiert. Dann natürlich gute SOA-Literatur. Der Dirk Kraftzig hat da ein sehr gutes Buch geschrieben. Auch sehr empfehlenswert. Dann ein paar Links jetzt zu den, leider nicht ganz vollständig, muss ich mal sagen, also Mule und Service Mix. Und dann natürlich gibt es auch ein Buch Enterprise Service Bus, das von David Chappell geschrieben wurde. Der ist Mitarbeiter von Sonic und Sonic ist ein Unternehmen, was von sich behauptet, diesen ISP-Gedanken initial erfunden zu haben. Und was halt zum bestimmten Prozentsatz wohl auch stimmt. Und das Buch hat leider den Nachteil, dass es so ein bisschen marketinglastig in Richtung Sonic ISP natürlich geht. Und da muss man sich also ein bisschen selektiv rauspicken, was da von dem Buch gut ist und was eben nicht, was dann vielleicht so mehr Geschichte, wie sich Sonic dahin entwickelt hat, ist. Ja, damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und stehe gerne für Fragen, Kommentare zur Verfügung.
oder eine dezentrale Architektur ist? Auf jeden Fall natürlich eine dezentrale, verteilte Architektur. Aber man hat natürlich durchaus immer so einzelne Punkte in den ISB-Knoten, die dann zum Beispiel aus Sicht einer Anwendung vielleicht ein zentraler Anlaufpunkt sind. Aber grundsätzlich möchte man die Verteilung natürlich anstreben. Also RESTful Web Services sind ja im Prinzip eine Form von Web Services und grundsätzlich, da ISBs im Prinzip im Sinne der Protokolle und der Kommunikationsmechanismen, die unterstützt werden sollen, sehr offen sind, kann man sich auch vorstellen, damit REST zu machen. Ich habe da allerdings gerade ein interessantes Projekt hinter mir und dabei hat sich herausgestellt, dass die verfügbaren Lösungen gerade im HTTP-Bereich sehr ja, meistens nur die Dinge implementieren, die man für SOAP braucht. Also quasi sie implementieren Post für einen HTTP Binding Component und mehr hat man dann halt nicht. Und für eine richtige REST-Architektur, da braucht man schon die volle Power von HTTP. Man möchte eben überall mal eingreifen können, mal auch nochmal einen Header ändern können oder eben auch alle Operationen implementieren können. Daher ist es also so, dass die Lösungen da noch nicht so weit sind. Aber eigentlich würde man es auch von einem ISB erwarten, dass man damit RESTful Web Services anbieten kann. So, ich glaube, in dem Bereich sind die Mule-Jungs relativ weit. Wie ist das mit der zentralen Registrierung von diesen ganzen Komponenten? Ist die nicht genauso ausfallgefährdet wie jetzt ein klassischer Message-Bus? Zentrale Registrierung. Im Prinzip registriert sich eine Komponente ja nur bei einem Container, in dem sie gehostet ist. Und natürlich, wenn einen so ein Container wegbricht, dann hat man natürlich ein Problem. Aber man kann sich durchaus so vorstellen, dass man da relativ schnell auf einen anderen Container switchen kann und die Komponente dort deployen kann oder so. Also man hat halt einfach eine wesentlich größere Verteilung und kann sich auch vorstellen, Szenarien zu realisieren, wo man vielleicht mehrere Pfade über die Knoten vorsieht durch die Konfiguration. Und im Fall von einem Ausfall kann man zum Beispiel Routing-Regeln definieren, die dann sagen, okay, nehmen wir eben den anderen Pfad, der da möglich ist. Man kann sich eben, je nachdem, was die Ausfallsicherheitsanforderungen im Unternehmen sind, dann auch die Szenarien so gestalten. Und durch die Verteiltheit hat man da einfach andere Möglichkeiten als mit einem zentralen Message Broker. Also ein Projekt ist schon mal eine gefährliche Sache, weil wenn es also wirklich nur ein Projekt ist, dann ist anzunehmen, dass die Einarbeitungszeit viel zu hoch ist, um dann wirklich einen Vorteil für das eine Projekt daraus zu haben. Es sei denn, es ist natürlich wirklich jetzt, sagen wir mal, eine Sache, die wirklich langfristig im Unternehmen läuft, aber die Erfahrung hat halt gezeigt, dass man doch erst eine sehr lange Einarbeitungszeit hat, weil eben ziemlich alles, was im Bereich XML-Standards, Workflow-Standards, Web-Service-Standards, damit hat man eben komplett zu tun mit den ganzen Dingen. Und ist vielleicht auch noch eine Anmerkung zu den Open-Source-Lösungen. Da hat man in der Regel mehr Handarbeit, als wenn man sich was Fertiges von einem kommerziellen Anbieter kauft. Also da ist dann der Tool-Support nicht so ausgereift und man hat viel Handarbeit im Sinne von, schreiben wir halt selber XML-Deployment-Deskriptoren oder Beeple-Prozesse dergleichen. Also grundsätzlich für ein einzelnes Projekt kann natürlich eine der leichtgewichtigen Lösungen interessant sein, also Mule zum Beispiel, weil es sich eben sehr sparsam auch verteilen lässt und man vielleicht nicht so viel lernen muss, um damit um das in Angriff zu nehmen. Und Anforderungen sind natürlich grundsätzlich, man hat irgendwie verschiedenste Protokolle, die man sprechen möchte, man hat extrem heterogenes Umfeld an Anwendungen, die integriert werden sollen und dann kann es eben Sinn machen. Oder eben für den SOA-Bereich, wenn man da plant, langfristig eine serviceorientierte Architektur einzuführen, dann ist eigentlich gerade in größeren Unternehmen ISB schon die Standardplattform, auf der das man als Basis verwendet. Okay, wie sieht es aus mit der Realtime-Fähigkeit von dieser Architektur? Weil man hat ja einen relativen Overhead und sind dann die einzelnen Services überhaupt noch schnell genug,
Also Realtime im Sinne von harten Echtzeitanforderungen natürlich extrem schwer, bis eigentlich gar nicht, weil man hat natürlich durch XML-Kommunikation immer einen gewissen Overhead, der im Vergleich zu normalen Wire-Protokollen, wie zum Beispiel im Fall von Corva, ganz andere Ausmaße annimmt. Also ich muss sagen, man hat natürlich eine gewisse Skalierbarkeit, dass man also einen Durchsatz irgendwo noch hinbekommen kann, aber also richtige Echtzeitanforderungen wie vielleicht mit Realtime-Corva oder so sind undenkbar. Da gibt es auch, glaube ich, keinen, der sich damit beschäftigt, einen ISB echtzeitfähig zu machen. Und heißt das auch, wenn in der eigenen Architektur ein einziger Realtime-Service vorkäme, dass dein ISB komplett gestrichen ist? Das ist eine schwierige Sache. Also was heißt ein einziger Realtime-Vorgang? Es muss ja dann zumindest eine zweite Anwendung geben, die zumindest irgendwie in Echtzeit auf die Antwort angewiesen ist. Vielleicht sollte man dann, wenn es wirklich nur ein Einzelner ist, dann irgendwie doch dann auf Corva oder solche Dinge setzen, die für Echtzeitanwendung auch designt wurden. Und da wird es wahrscheinlich schwierig. Und ich sage mal Echtzeit im Sinne von, man möchte halt das schon, dass die Bestellungen meinetwegen relativ schnell durchs System gehen und irgendwie die Arbeiter nicht einen halben Tag drauf warten, bis da irgendwann mal die Message in der Anwendung angekommen ist. Das kann man schon realisieren. Also Antwortzeiten im Sekunden-Minuten-Bereich sind schon möglich. Und durch die Architektur, dass man es verteilen kann, kann man sich auch entsprechend Skalierbarkeit schaffen. Also es sollte natürlich, man sollte ein ISB sicherlich nicht einsetzen, um zum Beispiel jede Versionsänderung, jede Änderung von der Anwendung dann wieder durch den ISB abzufangen, sondern ein Ziel sollte ja schon sein, dass man im Unternehmen gewisse Standards schafft, wie kommuniziert wird und welche Protokolle zum Beispiel eingesetzt werden. Durchaus hat man aber mehr Flexibilität mit einem ISB, als wenn man zum Beispiel die Anwendung an eine proprietäre Message Broker API anschließt. Also man kann sich da schon Dinge vorstellen, im Sinne auch von, wo sich also schnell die Anwendungsstruktur, die Landschaft ändert.